Willkommen zu Digimon Story Hackers Memories. Das Cybersloop werde ich einfach mal weglassen. Denn es ist doch ein ziemlich langer Name, den ich nicht unbedingt jedes Mal aufsprechen möchte. Ja, Digimon Story ist in der Art ein wenig wie, ja, wie Pokémon. Steinigt mich nicht, man sammelt Monster, levelt sie auf, entwickelt sie. Und dann läuft das hier alles ein wenig anders ab. Luda, willst du die Grundlagen von Digimon-Kämpfen lernen? Wenn ja, kann ich sie dir beibringen. Das machen wir nicht. Ich habe den Vorgänger gespielt und es ist relativ selbsterklärend. Das ist neu, dieser Flugmodus quasi, den kannte ich bisher noch nicht. SP-Kapsel C erhalten. Aufhören! Hilfe! Was zum... Boah. Hier ist auch ein Mensch. Geh du da, lass sie nicht entwischen. Hä, was für brave Monster. Keine Bange, ich werde mich gut um euch kümmern. Das ist der Yuji Shiga. Hey, ihr da drüben. Perfektes Damon, hilf mir diese Kerlchen hier zu schnappen, ja? Schau mal, solche Programme sieht man hier nie. Das müssen seltene sein. Streng dich an, dann kriegst du eins ab. Also, was als nächstes geschieht, liegt an dir. Dies ist deine Prüfung. Lass sie frei. Shiga darf keinen Verdacht schöpfen. Lass sie frei. Vielen Dank. Hey, warum lässt du sie weglaufen? Mist, endlich hatte ich sie. Hey, ihr da, kommt mal her. Ihr solltet mir nicht in die Quere kommen. Entschuldige die Unterbrechung. Allerdings haben wir was mit dir zu besprechen. Und wer seid ihr? Wir sind Rudi. Die Handyman? Also, Saxon ist auf mich aufmerksam geworden. Du bist ein schlaues Kerlchen, was? Komm in die echte Welt und bereue deine Taten, die in Eden Chaos verursacht haben. Eine kleine Nachricht von Yugo. Wir werden einfach mal angreifen. Bogen schießen. Das ist das Einzige, was ich im ersten Teil schon nicht ganz verstanden habe, wie das Kombosystem da funktioniert. Ich habe mir das Tutorial dazu zwei, dreimal durchgelesen, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen, ich kapiere es nicht. Aber vielleicht kommt es ja noch. Bitte, ich fliege kann. Zerstört meinen Account nicht. Keine Bange. Unser Nolle hier hat ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Danach besprechen wir, was mit deinem Account geschehen wird. Du hast mein Konto geraubt. Wovon redest du? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Stell dich nicht dumm, dann wird dir nicht nur dein Account kalt gemacht. Ich sage die Wahrheit, ich erinnere mich an alle Accounts, die ich geklaut habe, ehrlich.
Na los, schaut euch doch mal mein Tigerweiß an, wenn ihr mir nicht glaubt. Dein Tigerweiß, aha. Er hat recht, deine Kampf scheint hier nicht dabei zu sein. Aha, seht ihr? Habe ich jetzt nicht gesagt. Ich sage die Wahrheit, also lasst mich gehen, ja? Kommt schon, ich flehe euch an. Warte. Schade auch, ihr Trottel. Was zum... Ist das ein Digimon? Nein, ist es nicht. Rettet mich! Das Ding sieht gefährlich aus. Wir sollten lieber abhauen. Aber wir müssen helfen. Lass ihn. Entweder kommt es zu einer Fehlermeldung oder sein Account wird einfach zerstört. Wartet, das ist nicht euer Ernst. Nehmt mich mit. So weit entfernt sollten wir in Sicherheit sein. Erika, Chitose, könnt ihr uns hören? Mist, die digitalen Wellen sind noch aufgewühlter als bisher. Was war das denn für ein Ding, was wohl mit Chini geschehen ist? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung, so etwas habe ich zum ersten Mal gesehen. Das war weder Digimon noch Schadsoftware. In Kolun geht etwas Seltsames vor sich. Nein, in letzter Zeit in ganz Eden. Hoffentlich ist das nichts Ernstes. Jetzt blas nicht Trübsal, nur weil der erste Hinweis eine Sackgasse war. Wenn der Typ es nicht war, musst du einfach nach dem nächsten Hinweis suchen. Oder hast du schon aufgegeben? Das wäre schon verständlich. Solchen Risiken wie eben musstest du dich tagtäglich aussetzen. Es ist deine Entscheidung, ob du weitermachst oder nicht. Dann schau nicht so trübselig rein. Wenigstens bist du nicht mehr allein, oder? Glückwunsch, du hast die Prüfung bestanden. Gerade so, aber bestanden ist bestanden. Willkommen bei Julia. Jetzt gehörst du zu uns. Gehen wir zurück ins Café. Dort warten die anderen auf uns. Sky lockt sich aus. Der Vorgang wird fortgesetzt. Erfolgreich ausgelockt. Bis zum nächsten Login. Vielen Dank. Eden ist ein von Menschenhand geschaffenes Netzwerk der Kamishiro Enterprises, das die Welt mit der Zukunft verbindet. Ich speichere. Okay, wir sind jetzt in der realen Welt wieder. Warte in Erikas Zimmer, ich hole euch die Dose. Okay, im VIP Room. Dann gehen wir dorthin.
Was? Mein großer Bruder hat dich geschickt? Deswegen kannst du nicht einfach hier reinspazieren, ohne zu klopfen. Ah, Memetan. Mein Memetan ist verletzt. Memetan ist dieses Kuscheltier hier. Das ist mein Eingabegerät für mein Benutzerinterface, wie eine Tastatur. Und hier auf meiner Schulter ist Toto, mein Ausgabegerät. Und diese Handschuhe sind mein Speicher. Memetan, ach mein liebster Memetan. Sie klammerte sich an das Kuscheltier und sagte nichts mehr. Tut mir leid. Es hat keinen Zweck, sie antwortet nicht. Was soll ich bloß tun? Tut mir leid, dass ihr warten müsstet. Hey, gute Arbeit, die du da geleistet hast. Klingt, als ob es ziemlich schwierig war. Hä? Warum ist die Kleine wie verschwendet? Ach, sag nicht, dass dich das so bedrückt. Hier, zeig mal her. Da ist nur ein kleiner Kratzer dran. Die habe ich in 0, nichts repariert. Kopf noch kleiner. Unmöglich, Memetan ist meine beste Freundin und ich habe zugelassen, dass sie verletzt wurde. Der Schmerz in ihrem Herzen wird nie nachlassen. Du bist selbst schuld, wenn du sie so herumwirbelst, Erika. Ich habe Sky gebeten, in dein Zimmer zu gehen. Es ist meine Schuld, dass ich dich nicht gewarnt habe. Also entschuldige dich bei ihm. Schenkst du mir doch den neuen PC, den ich mir wünsche und zu dem du schon einmal Nein gesagt hast? Was hat das damit zu tun? Na schön, Koffein. Schau dir mal dieses Lächeln an. Das schafft nur ein guter großer Bruder. Obwohl du dich eher wie ihr Vater als ihr Bruder verhältst. Irgendwie öde, wenn ich darüber nachdenke. Halt die Klappe. Erika, hast du die Analyse von Shigas Account abgeschlossen? Ja, so gut wie. Wir stellen Nachforschungen zu Shigas Account an. Unser Klient möchte, dass der betroffene Account vernichtet wird. Wir müssen wissen, was nach der Konfrontation mit dem Monster passiert ist. Da haben wir es. Es gibt lauter Fehlermeldungen. Das Ding muss ein Bug gewesen sein. Und Shiga wurde von diesem Ding verschluckt? Ich habe noch nie von einem Bug gehört, der andere Accounts frisst. Du etwa? Ich auch nicht. Wir sollten es lieber Sexen melden. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Nichtsdestotrotz heißt das, dass der Sexenfall abgeschlossen ist. Ach, aber das ist mit dem Test für den Neuling. Ach ja, er hat bestanden. Wirklich? Gut gemacht. Willkommen bei Hudia. Wir müssen das irgendwie feiern. Ich möchte mich noch einmal vorstellen. Ich bin Kidose Imai. Willkommen. Ich kenne Ryuji und die Kleine schon Ewigkeit. In diesem Team bin ich für das Sammeln von Daten verantwortlich. War der Kolibri, den ich dir gegeben hatte, nützlich? Sag Bescheid, wenn dir so etwas gefällt. Ich habe noch mehr solche Schadsoftware. Und als nächster der Anführer der Bande. Ryuji Mishima. Und mehr musst du nicht über mich wissen. Erika Mishima. Ich glaube, das weißt du schon, aber wir bei Hudia sind ein Hacker-Team, das in Eden Aufträge erfüllt. Kein Fall ist für uns zu groß oder zu klein. Vom Hacken bis zum Auffinden verlorener Gegenstände machen wir alles. Wir nehmen auch private Aufträge an, aber unser wichtigster Klient ist Sexen. Von denen hast du doch sicher gehört, nicht wahr? Ich frage einfach mal, wer Sexen taucht in Teil 1 nämlich schon auf. Komm schon, das habe ich dir doch schon erzählt. Putz mal deine Ohren und hör zu. Sexen ist ein Hacker-Team, das die Ordnung und Freiheit in Eden schützen soll. Ihr Anführer, Hugo, wurde als Hacker berühmt, als Digimon-Fang populär wurde.
Mehrere Teams mittlerer Größe sympathisieren mit Jugos Ideologie, schlossen sich ihm an und erweiterten so seinen Einfluss erheblich. Es ist das größte Team in Köln. Sachsen hat keine Nachsicht mit böswilligen Hackern, die ihnen trollen wollen. Sie finden, dass Hacking eingesetzt werden sollte, um ihn zu schützen. Der Grund, warum wir Fälle von Sachsen annehmen, hat auch damit zu tun. Regel Nummer 1 bei Hoodie: Unterstütze keine bösen Taten. Wir sind Verbündete der Gerechtigkeit, die im Auftrag von Sachsen arbeiten. In Wirklichkeit besteht unser Job darin, Leute davon abzuhalten, in ihnen Amok zu laufen. Da du jetzt zu uns gehörst, solltest du lieber keine Probleme machen, verstanden? Und provozier Sachsen nicht. Denk dran, der Kunde hat immer recht. Er scheint mir nicht der Typ dafür zu sein. Ja, das stimmt wohl. Er ist von sich aus nach Köln gegangen, um den Hacker zu finden, der seinen Account gestohlen hatte. Das wäre erstmal alles, oder? Den Rest lernt er bei der Arbeit. Kyrdose, Erika, einer von euch sollte ihm erklären, wie die Anschlagdaten funktionieren. Wenn ihr fertig seid, erstatten wir sechsten Bericht. Wo ist Ryuji hin, fragst du dich. Haben sie dir das nicht gesagt? Dieses Internetcafé wird von Geschwistern betrieben. Ryuji ist da drin. Es ist eine Einnahmequelle und unser Versteck. Zwei Fliegen mit einer Klappe, nicht wahr? Die Mädchen, die hier arbeiten, sind auch ganz hübsch. Aber Hände weg, ich war zuerst hier. Also, Kleine, wer von uns sollte die Tafel mir erklären? Du. Das war klar, weg für dich, Neuling. Dir wäre ein hübsches junges Ding sicher lieber, aber heute musst du dich wohl mit mir begnügen. Los, mir nach. Hey, was dauert denn so lange, Neuling? Willkommen beim Leitfaden für Neulinge, präsentiert von mir. Ja, gut so, Herr Nebenrolle. Was schaust du dich denn um? Ich meinte dich, du Niete. Was? Du kapierst es nicht? Seltsam, wir zwecken uns jetzt. Da wollte ich dir einen Spitznamen geben, der zu deinem unauffälligen Mr. Nobody Look passt. Okay, lass mich überlegen. Grünschnabel? Mauerblümchen? Rothemd? Das reicht mit dem Spitznamen. Was? Aber das wäre doch langweilig, nicht wahr? Nun ja, deswegen bringt auch nichts. Zurück zum Thema. Ich glaube nicht, dass ich das Große erklären muss. Dies wirkt vielleicht wie ein herkömmlicher Computer, ist aber das Anmeldeterminal für diesen Laden. Stell dich davor, damit ich dir die Anschlagdaten erklären kann. Dies sind Anschlagdaten. Die Seite, die du jetzt auf dem Bildschirm siehst, gehört zu dir. Auf der Anschlagtafel sind die Fälle für das Team auch gelistet, und zwar auf unserer Seite. Alle möglichen Leute schreiben auf unsere Anschlagtafel, aber wir entscheiden, welche Fälle wir übernehmen. Jeder von uns kann einen Fall übernehmen. Man kann ihn alleine erledigen oder sich mit jemandem zusammentun. Die wirklich schwierigen Fälle bestreiten wir als Team. In dem Fall entscheidet der Anführer, ob wir den Auftrag annehmen. Keine Ahnung, wo sie herkommen, aber manchmal beschafft Ryuji uns Jobs von anderswo. Ich weiß, das ist ein Lob, aber wir sind gut darin und wir haben immer abwechslungsreiche Fälle. Verhinderung von Datenmanipulation, Aufbau von Firewalls, Verfolgung böser Hacker und so weiter. Du hattest Glück, dass Ryuji dich gefunden hat. Es gibt keinen besseren Weg, wenn du versuchst, einen Hacker zu finden. Wer weiß, vielleicht erhältst du sogar einen Hinweis zu deinem Verbrecher, wenn du einen der Hoodie-Fälle hier übernimmst. Hm? Was ich hier mache, sagst du? Ach, ich habe meine Gründe. Zum Beispiel verbessere ich meine Hacking-Fertigkeiten. Du möchtest meine Beweggründe wissen, was? Hm, wenn du drauf bestehst. Ich will alle Frauen weltweit glücklich machen. Ist das nicht ein guter Grund? Um ehrlich zu sein, bin ich ein Hacker geworden, weil ich zu einem gewissen Mädchen nicht nein sagen konnte. Was guckst du denn so? Rein in ein Ohr und raus aus dem anderen, oder was?
Du hast mich doch danach gefragt. Sieh nicht so ein komisches Gesicht, wenn ich antworte. Ich bin doch dein Mentor. Von jemandem, den Ryuji aufgegabelt hat, hätte ich nichts anderes erwarten sollen. Du bist ganz schön dreist. Wie dem auch sei, Übung macht den Meister. Wir haben ein paar Fälle. Will einen aus. Währenddessen erstatte ich mit Ryuji bei 6 im Bericht und keine Bahnen. Diese Fälle sind alle leicht. Digilein. Dies ist ein Gerät, um mit Leuten an anderen Orten zu kommunizieren. Deine Freunde und Digimon auf deinen Digifarmen senden dir Nachrichten. Drücke die Touchpad-Taste oder überprüfe deine Nachrichten im Digilein-Menü deines Digivices, wenn unten rechts eine Benachrichtigung erscheint. Du solltest Nachrichten beantworten, wenn du eine erhältst, die eine Antwort benötigt. So wie jetzt. Hey, was ist denn? Das ist die Digilein. Du hast sie doch schon benutzt. Digilein ist toll für kurze Gespräche, aber nur mit Freunden oder Klienten. Okay, viel Glück beim ersten Fall. Prüfe Fälle an PC und schließe sie dort ab. Verstanden. Gut, aber das war es wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.